75 Jahren begeistert der EAC Fisch das Oberwalliser Publikum. Summe Fans unterstützen ihren Club lautstark auf der Stehplatztribüne. Andere wie der Anton Karlen fiebernd auf den Sitzplatz mit. Schon seit mehr als 60 Jahren begleitet er mit Herzblut seinen EHC Fisp. Hier und da, wenn es so eng ist, dass man sieht, dass es so auf Messer schneiden, dann lebe ich mehr mit ich glaube. Dann bin ich innerlich vielleicht aufgeregter als vielleicht sogar die Spieler. Seit Jahren besuchen durchschnittlich mehr als 3'000 Leute das Heimspiel des EHC Fisp. Die Liternenhalle ist schon lange viel mehr als nur ein Ort für Eishockey zu schauen. Es ist nicht nur immer der Sport im Mittelpunkt, sondern eben auch das Zusammenkommen hier. Es ist zu einer gesellschaftlichen Plattform geworden, wo allerlei Leute sich treffen können und sich einander austauschen können. Seinen grossen Stellenwert im Sport und in der Gesellschaft hat sich der EHC Fisp über Jahrzehnte erarbeitet. Nach einem ersten gescheiterten Versuch in den 30er Jahren kommt der Eishockey-Sport Anfang von den 40er Jahren endgültig zu Fisp an. Schon wenige Jahre nach der Neugründung, genauer 1947, lässt man Montana und Champéry als beste Walliser Teams ab und steigt in die neu gegründete Nationalliga B auf. Hier spielen die Oberwalliser den schnell eine starke Rolle. So holt man zum Beispiel in der Saison 1952-53 den Vizemeistertitel. 1960 steigt der EHC Fisp zum ersten und bis heute letzten Mal in die Nationalliga A auf. Und unter dem legendären Bündner Bibi Toriani sorgt man auch in der obersten Spielklasse für Furore. Die Begeisterung für das Eishockey und der EHC Fisp ist gross im Oberwallis. Das zeigt sich auch im Alltag eines Spielers. Ich bin der Chef der Helvetia im Oberwallis. Und da habe ich in Törbel, das war mein Vertreter, der war, der das Büro hat von der. Und dann hat er mir gesagt, du musst morgen auf die Erbel kommen, Schatz. Und die Frau, die wir gehen, ist eine ältere Frau und die ist eine Hockey-Fanatikerin. Dann habe ich gesagt, 1960, der Erbel, Hockey, was geht es eigentlich noch? Dann musste er schauen. Dann hat er geklopft, die Porte aufgegangen, eine alte Frau da gewesen. Und dann hat er gesagt, das ist der Meier, der Hockeyspieler. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt Nummer 2. Und dann habe ich ihr gesagt, aber das gibt es doch nicht, wie geht denn der? Dann hat er gesagt, ich habe noch nie einen Eisbahn gesehen, noch nie einen Hockeyspieler. Aber wenn ihr spielt, dann ich ein Radio los und den Rosenkranz beten. Das ist doch eine wunderschöne Geschichte. In der ersten Nationalliga A-Saison werden der Rolf Meier und seine Teamkollegen Vizemeister. Das Jahr darauf gelingt die Bestätigung der starken Leistung. Mit ihren ganz eigenen Stärken bewähren sich die Fisper in der höchsten Liga. Ich glaube, der unglaubliche Ehrgeiz, der Wille, wir wollen es, wir mal etwas machen. Und das war bei jedem. Von uns hast du niemanden gesehen, gerade das Nachtessen der Woche. Also, wir haben nur trainiert und gespielt. Ich glaube schon, die Kondition helfen. Weil wir als Ritter nachher waren, eine rechte Kondition hatten und die Härte sind gesehen. Der EHC Fisp schafft 1962 das Unglaubliche und wird Schweizer Meister. Der verdiente Lohn, ein grosser Empfang in der Heimat. Noch heute erinnert man sich an diese glorreiche Zeit des EHC und seine Helden. Das ist mir so eine Erinnerung geblieben, als ich an der Hand von meinem Papa Selig damals der Empfang schaue. Das war ein unglaubliches Ereignis, das einem richtig so hängen geblieben ist. Erst vor einem Jahr im Stahlbank haben wir einen angehalten und gesagt, ihr wollt mal Hockey gespielt. Und dann haben wir jawohl. Wieso weiss der da? Will ich schauen. 1964 klingt eine weitere Premiere. Der Gewinn vom Schweizer Cup dank einem 5-2-Finalsieg gegen den Zürcher Schlittschuh Club. Danach wird es aber ruhiger. 1972 steigt man in Nationalliga B ab, 1985 sogar in die Erstliga. Erst ab 1999 wird in der Liternenhalle wieder auf nationalem Niveau Eishockey gespielt. Heute gehören die Fisper zu den besten Vereinen in der Nationalliga B mit 2 Titeln in der letzten 6 Saison. Kurz nach der Zahn war die Sensation perfekt gewesen. Dank einem 3-2-Sieg gegen Lausanne hat der EHC Fisp das Spiel und gleichzeitig den Meistertitel von der Nationalliga B gewonnen. Wir haben gekämpft, wir haben daran geglaubt, wir waren immer fokussiert.
Das hat einfach gepasst. Das ist wunderbar. Es ist einfach geil. Très heureux. Très heureux. Ich bin sehr glücklich. Vor allem für die Spieler. Sie haben so fest geschafft und haben den Sieg wirklich verdient. In den drei Playoff-Serien haben wir der ganzen Schweiz bewiesen, dass der EHC Visp die beste B-Mannschaft ist. La meilleure équipe de Ligue B, c'était Viège. Mit der Schlusssirene am Ilfis-Stadion hat es für die Spieler auch kein Halten mehr gegangen. Auf dem Eis von den favorisierten SCL Tigers hat sich der EHC Visp den Titel gesichert. Fast grenzenlose Freude und eine riesige Erleichterung nach 7 hart umkämpften Matchen in der Finalserie. Der verdiente Lohn, der Meisterpokal aus den Händen von Pius David Kühne für den Captain Alain Brunewald. Spieler und Fans vom EHC Visp haben in den letzten Jahren regelmässig Grund zum Jubeln gehabt. Der Club hat sich in diesem Jahr tüsig sportlich gut entwickelt und steht finanziell auf gesunden Beinen. Der EHC Visp ist aber viel mehr als nur eine Nationalliga B-Mannschaft. Von der Junioren-Elite B bis zur Hockeyschule spielen der Moment an die 250 Nachwuchsspielerinnen und Spieler in eine Vereinsfarbe. Der eigene Nachwuchs oder die Juniorenbewegung, das ist das Fundament des EHC Visp. Und da wird sehr solide, seriöse, gute Arbeit geleistet. Und gleichzeitig ist natürlich die erste Mannschaft ein grosses Vorbild für die Juniorenbewegung. Die Verantwortlichen fördern neben dem breiten Sport auch den Spitzensport. In diesem Bereich schafft man mit den anderen Oberwalliser Clubs, aber auch mit dem HC Siders und Red 1 Martinach zusammen. Wenn man heute in der höchsten Liga spielen will, Junioren-Elite A oder Novizen-Elite, dann muss man einfach in der Region die besten Spieler bündeln und die zu einer Mannschaft formen, dass man auch schweizweit mitspielen kann, dass man auch dann die Möglichkeit hat, aufzusteigen. Und sonst geht es einfach nicht, wenn man das alleine macht. Beim EHC Visp bilden die Erstmannschaft und die Junioren-Elite B die Sport AG. Und daneben gibt es noch den Verein EHC Visp Lions. Hier kehrt der restliche Nachwuchs dazu und noch ein paar Mannschaften mehr. Die zweite Aktivmannschaft, also Visp 2, spielt in der dritten Liga. Lange Jahre hat man diese Mannschaft in Zusammenarbeit mit dem HC Terbinen gestellt. Heute arbeitet man eng mit dem EHC Roro zusammen. Die EHC Visp Damen sind ein paar Jahre lang die beste Frauenmannschaft im Kanton und sogar in der Westschweiz gewesen. Von 2008 bis 2010 hat man in der höchsten Liga, der Leistungsklasse A, mitgespielt. Nach dem Abstieg ist die Mannschaft wegen zu wenig Spielerinnen aufgelöst gekommen. Bei den Senioren steht vor allem die Kameradschaft im Vordergrund. Sie konzentrieren sich auf ein paar Turnier pro Saison. In einer Meisterschaft spielt man nicht. Jede Sport, die hier im EHC gibt, wie eben der Nachwuchsfisch, zwei Damen, Senioren, das sind eigenständige Vereine mit einem eigenständigen Vorstand. Und so ist eigentlich relativ gut koordinierbar im gesamten Verein, weil Skia für sich selber eigentlich zu 100% müssen schauen. Der EHC Visp, eine Hockey-Familie mit vielen Facetten. 1941 gegründet, feiert man hier den 75. Geburtstag. Es ist ein wichtiges Jahr für den Club, nicht nur wegen dem Jubiläum. Das Motto ist darum klar. Vergangenheit ehren mit dem 75-Jahr-Jubiläum. Die Gegenwart leben mit einer Top-Mannschaft. Und in die Zukunft planen. Und zwar da ganz klar die neue Eishalle mögen. Ich muss ganz klar sagen, die EHC Fischbewegung die kann nur die solide Arbeit, die sie bisher geleistet hat, auf diesem Fundament weitermachen, wenn wir eine neue Halle bekommen. Sonst sind wir hier in den Grundfesten gefährdet. Deutliche Worte vom Verwaltungsratspräsident. Die Faszination ist okay, uns leben. Mit Begeisterung und Leidenschaft. Das will man beim EHC Visp auf jeden Fall, auch in Zukunft. Und weitere erfolgreiche Kapitel in der Vereinsgeschichte schreiben.